Es ist von Harry Potter Welten, von dem haben wir lange nichts mehr geguckt. Und es heißt, warum wurde Sirius Black nicht mit Eulen vom Ministerium gesucht? Und das ist eine Frage, die habe ich mir tatsächlich noch nie gestellt. Ja. Weil ich gar nicht das Gefühl habe, dass Eulen irgendwie was anderes können als Briefe überbringen und Freunde sein. Also ich hatte die nie so als die krassen Sucher und dann Bescheid sagen, Leute. Na gut. Wir gucken mal, was der gute Max von Harry Potter Welten dazu sagt. Hi, ich bin Max. Alles Gute zum Geburtstag. Mit diesen Worten bekam Harry zu seinem 11. Geburtstag seine Eule Hedwig von Hagrid geschenkt. Bei dieser handelt es sich um eine Posteule, welche Briefe, aber auch Gegenstände von einer Hat er Person nur zur im Film so anderen gesagt? transportieren kann. Das Besondere daran, es ist nicht notwendig, dass der Absender den genauen Aufenthaltsort der Person kennt, welche den Brief erhalten soll. Die Eulen scheinen dies wie durch Magie von selbst zu wissen. Doch könnte man sich dies nicht auch anderweitig zunutze machen? Das Ministerium hätte doch beispielsweise während ihrer Suche nach Sirius Black einfach eine Eule lossenden und dieser dann folgen können. Wieso nutzen sie die besondere Fähigkeit der Tiere also nie, um flüchtige Personen zu finden? Diese Frage, welche mir von euch in den Kommentaren gestellt wurde, möchte ich in diesem Video Ah, okay. beantworten. Was glaubt ihr? Und habt ihr noch weitere Fragen aus dem Harry Potter-Universum? Schreibt sie gerne mal in die Kommentare. Jetzt aber erstmal viel Spaß. Neben Katzen und Kröten können die Schüler auf Hogwarts auch ein weiteres sehr nützliches Haustier mitbringen: eine Eule. Auch wenn Eulen an sich nicht als magische Geschöpfe gelten, haben sie doch eine gewisse Verbindung zur Magie. Trainierte Eulen sind dazu in der Lage, Briefe oder Pakete von einer Person zur anderen zu bringen. Dazu genügt es, wenn der Absender lediglich den Namen der Person weiß, welche den Brief empfangen soll. Wie genau die Eulen diese dann ausfindig machen, ist unklar. Ziemlich wahrscheinlich hängt es aber mit ihrer Affinität zur Magie zusammen. Während ihrer Ausbildung wird diese innere Fähigkeit zum Vorschein gebracht. Auch wenn nicht einmal die Eulentrainer selbst wissen, wie genau die Tiere es anstellen, eine Person nur anhand ihres Namens zu finden. Es könnte sein, dass es sich. Deswegen liebe ich immer, wenn in so Laurence und so geschrieben steht, so, ja, die wissen auch nicht genau, wie das läuft. Es funktioniert, die trainieren die und dann geht das halt irgendwie. Wie genau? Komm, stellt nicht so viele Fragen, es funktioniert halt. Finde ich immer gut. Sich Muss ja hierbei nicht um zu eine ähnliche überall Art von Magie erklären. handelt, wie es auch bei der sogenannten Spur der Fall ist. Wenn minderjährige Schüler außerhalb von Hogwarts zaubern, so wird der Ort, an dem die Magie gewirkt wurde, oft. Die ist auch so wahnsinnig inkonsequent durchgesetzt, diese Spur, ne? Im zweiten war es so, dass Harry nicht in dem Haus zaubern durfte, weil dann kriegt er eine Abmahnung. Dobby zaubert im Ligusterweg und er kriegt eine Abmahnung. Später wird, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war, aber es gibt später Orte, wo sie sich aufhalten, wo er eigentlich nicht zaubern dürfte, weil es dann Nachweis müsste und so, aber trotzdem funktioniert. Im Film ist sowieso komplett verkackt, weil er da im dritten Teil einfach Lumos am Anfang zaubert unter der Decke und denkst dir so, wait a minute, müsste er jetzt nicht bestraft werden? Aber nee. Also es ist so ein bisschen, da hat sie sich, glaube ich, erst dann so gegen Ende überlegt, dass es da so eine Spur gibt, die Minderjährige überwacht. Es war am Anfang noch nicht so ganz klar. Offengelegt, sodass das Ministerium einschreiten kann. Bei Eulen könnte diese Spur schon anhand des Namens einer Person aktiviert werden, sodass sie deren Aufenthaltsort kennen und den Brief zuverlässig überbringen können. Doch nicht nur Eulen können diese wundersame Fähigkeit nutzen. Während der Harry Potter-Reihe bekommen wir mit, dass Sirius Black oftmals auch verschiedene bunte tropische Vögel benutzt, um Harry Briefe zu überbringen. Das Stimmt. bedeutet, dass wohl auch mehrere Ich dachte dabei Vogelarten dazu in der Lage. immer eher an Papageien und sowas. Aber können natürlich auch solche Vögel gewesen sein. Sind Personen anhand des Namens aufzuspüren oder zumindest darauf trainiert werden können. Gerade während Harrys viertem Schuljahr nutzt er seine Eule Hedwig oftmals, um dem sich auf der Flucht befindenden Sirius Nachrichten zu schreiben und ihn über das, was in Hogwarts vor sich geht, auf dem Laufenden zu halten. Hedwig hat dabei nie ein Problem, Sirius zu finden, und das, obwohl dieser fast von der gesamten Zaubererwelt gesucht wird, da man ihn für einen flüchtigen Verbrecher hält. Das durch Post von Jetzt verstehe ich erst die Frage, nicht so als Suchtrupp, sondern einfach, wir schicken dem einen Brief mit einer Eule
und folgen dann der Eule. Ah ja, klar, das wäre ja total smart gewesen eigentlich. Eulen, die Gefahr, okay, gefunden cool zu werden, deutlich steigt, zeigt uns eine Stelle während dem Halbblutprinzen, als Harry Professor Slughorn fragt, wie dieser es geschafft hatte, so lange unentdeckt zu bleiben. Und all diese Leute wissen, wo sie zu finden sind, wenn sie ihnen Sachen schicken wollen? Fragte Harry, der sich unwillkürlich wunderte, warum die Todesser Slughorn noch nicht aufgespürt hatten, wo doch Körbe mit Süßigkeiten, Quidditch-Karten und Besucher, die begierig seinen Rat und seine Meinung hören wollten, ihn finden konnten. Mhm. Das Lächeln schwand aus Slughorns Gesicht, so schnell wie das Blut von seinen Wänden. Natürlich nicht, sagte er und blickte auf Harry hinab. Seit einem Jahr habe ich zu niemandem mehr Kontakt. Slughorn brach also, um nicht gefunden zu werden, nicht nur den persönlichen, sondern auch den Kontakt per Briefeule zu all seinen Bekannten ab, da diese ihn hätten verraten und seinen Aufenthaltsort offenlegen können. Dies führt uns zu der Frage, weshalb das Ministerium oder die Auroren in Sirius' Fall nicht einfach eine Eule mit einem Brief für ihn lossandten und diese dann zum Beispiel auf einem Besen verfolgten. Wäre es so nicht ein leichtes gewesen, Sirius oder auch andere flüchtige Personen zu finden? Nun ja, ganz so einfach, wie man es sich vorstellt, scheint die Sache dann doch nicht zu sein. Sirius konnte zwar von den Eulen erreicht werden, die Harry an ihn losschickte, jede andere Eule hätte ihn jedoch mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit nicht finden. Nee, er hat ja auch den Feuerblitz bestellt. Mit der Hilfe von Krummbein. Aber vielleicht hat er ihn direkt zu Harry liefern lassen, ne? Na gut, das kann natürlich sein. Können. Doch wie genau hat er das angestellt? Nun, es ist tatsächlich möglich, sich für Eulenpost unsichtbar zu machen. Okay. Verschiedene Tarnzauber, wie zum Beispiel Cave Inimicum oder der Desillusionierungszauber, machen es möglich, sich nicht nur für seine Umgebung, sondern auch vor den Fähigkeiten der Eulen zu tarnen. Diese können die versteckte Person nun nicht mehr ausfindig machen, sodass die Eule auch nicht von beispielsweise einem Auror verfolgt werden kann. Das Ministerium hatte also vielleicht sogar schon versucht, Sirius mit Hilfe einer Eule ausfindig zu machen, jedoch schützten ihn die verschiedenen Tarnzauber. Dumbledore legte später sogar einen Fidelius-Zauber, einen der stärksten Tarnsprüche über den Grimmelplatz Nummer 12, dem Ort, an dem sich Sirius die meiste Zeit aufhielt. Doch wie konnte Harry dann... Ja gut, dass er ab dem 5. nicht mehr gefunden wird, ist ja klar, weil Kingsley Shacklebolt ja die Suche für ihn übernommen, also er der Leitende war für die Suche nach Sirius und der ja natürlich im Orden des Phönix war und wusste, dass Sirius ein Guter ist. Also dass er ab da dann nicht mehr gefunden wurde, das ist ja zu, das war ja klar, aber vorher, na, Desillusionierungszauber. Na, weiß nicht. Briefe an Sirius schicken, wenn dieser sich doch scheinbar versteckt hielt. Eine Erklärung wäre, dass es möglich sein muss, für bestimmte Personen eine Ausnahme bei den Tarnzaubern zu machen. Während niemand sonst dazu in der Lage war, konnte ausschließlich Harry Briefe an Sirius schicken. Doch auch dies hätte zu einer Gefahr werden können, wie Sirius Harry in einem seiner Briefe mitteilt. Nimm nicht mehr Hedwig, wechsle ständig die Eulen und mach dir keine Sorgen um mich. Pass nur auf dich selbst auf. Sirius bittet Harry hier, verschiedene Eulen zu benutzen, da er fürchtete, Hedwig könnte, als weiße Schneeeule, die immer wieder zu seinem Versteck fliegt, doch irgendwann Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aus diesem Grund benutzt Harry von da an verschiedene Schuleulen, um Sirius' Versteck so gut es ging geheim zu halten. Das fand Hedwig gar nicht cool. Was glaubt ihr, wie Eulen Personen nur anhand des Namens finden können? Und habt ihr noch weitere Fragen aus dem Harry Potter-Universum? Schreibt sie gerne mal in die Kommentare. Wir hören uns dann im nächsten Video. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Okay. Habe ich mir tatsächlich nie Gedanken darüber gemacht, aber ja, wäre ja eigentlich smart gewesen. Und dass es dann natürlich so einen Versteckungszauber gibt, ja, das ist ja eigentlich... Ist ja eigentlich fast klar, ne? Dass man halt machen kann, dass man nicht gefunden werden kann. Wie man ja an Slughorn sieht, weil wenn ihn jemand gesucht hätte, hätte er ihn in eine Eule geschickt. Das ist, fand ich, ein netter Gedanke, nette Idee. Nicht schlecht. Nicht schlecht, ja. Cool. Ich
Das ist so geil bei Harry Potter. Egal, wie viel ich mich damit beschäftige, immer kommen mir neue Sachen unter, die ich noch nie gehört habe, über die ich nie drüber nachgedacht habe und denke so, oh, das ist ja geil. Ja, stimmt. Hammer. Das fände ich Hammer. Weil ich es kann. Weil ich es kann. Weil ich es kann. Bangarang Mann. Weil ich es kann. Weil ich es kann. Weil ich es kann.